Assalamu alaikum. Ich hoffe, es geht euch gut und heute werden wir inshallah über ein Thema reden. Und zwar, ist das Leben hier in Ägypten gefährlich oder nicht? Natürlich wollte ich euch gerne den ganzen Park zeigen, aber weil hier so viele Leute sind und vielleicht jemand sich belästigt fühlt, wenn ich das aufnehme oder so, habe ich das nicht gemacht. Bezüglich dem Thema kann man nicht Ja oder Nein sagen. Es ist je nachdem. Ich zum Beispiel habe 8 Jahre hier in Ägypten gelebt und habe gar keine Probleme bekommen. Meistens ist es warum? Weil man den deutschen Pass hat. Wenn man den deutschen Pass hat, gibt es diesen Vorteil, dass die Menschen dich lieben. Wenn man aber zum Beispiel den türkischen Pass hat und dich dann fragt, woher kommst du, und dann sagst du Türkei, dann gibt es Probleme. Warum? Weil zwischen den beiden Ländern gibt es Probleme. Und genauso eben, wie es dann zwischen den Ländern Probleme gibt, gibt es immer dieses Gedanke, ich muss dann mit dieser Person auch Probleme haben oder ich muss diese Person auch nicht mögen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die Türken lieben und das Gegenteil sind, also das Gegenteil machen und die wirklich lieben. Aber die Mehrheit ist eben, oder man kann nicht sagen die Mehrheit, aber wenn man in städtlichen Angelegenheiten hier was machen möchte, dann wird man schon ein bisschen gehasst. Oder man wird schon ein bisschen schief angeguckt oder schlecht behandelt. Und einiges habe ich gehört, und also von Freunden, die einiges erlebt haben. Aber als Deutscher hast du dann eben gar keine Probleme. Sogar ist es bei einem Bruder sogar passiert, dass er für einige Freunde irgendwie an der Passstelle einiges machen wollte. Und hier ist es eben bekannt, dass es immer verzögert wird, verlängert wird, dass man für eine Sache vielleicht 2, 3 Tage oder mehr vielleicht braucht. Und er dachte dann vielleicht, die möchten von mir Geld. Hat dann ein bisschen in den Pass Geld reingelegt und hat dann ein bisschen Probleme bekommen. Eigentlich müsste er verschoben werden, festgenommen werden, verschoben werden, und dann nachher müsste er dann seinen deutschen Pass wieder neu machen. Aber das ist eben nicht passiert. Und hier sieht man eben, dass mit dem deutschen Pass man sogar, also dass man, wie soll man das sagen, dass man es hier einfacher hat. Deswegen, das ist, was ich heute sagen wollte. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Wassalamu alaikum.